Vor Hupsi Kramer tritt am 3. November die Gruppe Kunststoff mit ihrer Uni-Hymne auf. Funktioniert das? Man hört es. Super. Um mit den Worten unseres Ministers zu sprechen, liebe Österreicher und Österreicher, wir haben eine Hymne für euch komponiert. Es geht um die Universität. Und sie geht folgendermaßen. Uni, Uni, liebstes Wesen, liebst dem Heimatland. Götterleicht und strahlend, schön als wie ein Diamant. Bachelor, Master, Gesetz, Novelle, Curriculum, Burschenschaft. Wir haben's leid besetzen jetzt, bis ihr es endlich Uni, Uni, liebstes Wesen, liebst im Heimatland. Götterbleich und strahlend, schön als wie ein Diamant. Super! Die Stelle hat super die gesamte Bundesregierung austauschen. Das Parlament wird darüber verlegt, dann geht einmal was weiter. Bei Hupsi Kramer geht schon am 4. November was weiter, nämlich die Premiere im Dreiraumtheater von Putsch und Stupp, einer Mediengroteske. Achten Sie vor allem auf Äußerungen zu den ewigen Fragen. Wie sollen wir leben? Wovon sollen wir leben? Wer ist wir? Gehören wir alle dazu, wenn Obama wir sagt? Gehört Mölzer dazu, wenn Sie wir sagen? Danach gab Hupsi Kramer der U-Bahn-Zeitung Morgen noch ein Interview. Das heißt, der freie Zugang zur Bildung müsste das erste Anliegen der Regierenden sein. Wenn es das nicht ist, was sind denn das für Zukunftsverwalter? Das sind Vergangenheitsverwalter. Die verwalten Friedhöfe, die verwalten ihren Besitz, die wollen ihre Hierarchien erhalten. Die wollen nicht, dass Menschen, junge Menschen, alle eine Chance haben, an diesem Projekt der Zukunft teilzuhaben, weil das gefährdet ihr Eigentum. Das ganze Interview ist in der nächsten Ausgabe von Morgen, der U-Bahn-Zeitung des besetzten Audimax, nachzulesen.